Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal nicht aus dem Kartcenter Rostock, sondern aus Niedersachsen von der Karthalle Burnout. Ihr seht es schon, aus Celle. Ja, bin ich. Moin. Habt ihr jetzt Training oder sowas? Oder nee, ich war einfach deine Videos, Bombe. Danke, danke. Bist du in Grimma? August? Ich bin bei der Gig, bin ich. Ist ja auch Grimma, also bei der deutschen Meisterschaft. Also auf 24 Stunden ran, auch im August? Kann sein, dass ich mit meinem Racing-Team mit hinkomme, aber dann nur als Teamchef quasi. Mhm. Aber selber fahren nicht. Aber muss ich schauen. August ja. Ist noch ein bisschen hin. Ne? Cool. Ja. Dürfen wir ein Foto machen? Darf ich ein Foto? Klar, das können wir machen. Ja, klar. Willst du eins machen? Ja. Leg mal. Ja. Nee, er geht nicht. Stellen. Dankeschön. Ja. Super. Weiter so, ne? Ja. Ja, sowas häuft sich jetzt tatsächlich immer mehr. Weißt du, woran mich das erinnert? Gabi an Kasse 3 bitte. Gabi, Kasse 3. Richtig geile Ansage. Fand ich aber cool. Ne? Ziemlich einfach gemacht, aber hat was. Und hier drin gibt es die Einweisung gleich. Na, du bist neu bei uns, richtig? Korrekt. Du bist ja wahrscheinlich dann schon ein-, zweimal Kart gefahren im Leben? Ungefähr? Vielleicht. Könnte sein. Bist du auch schon mal Kart gefahren? Ja, schon. Okay, gut. Dann zeigen wir euch jetzt mal nicht das Video, ersparen wir uns jetzt mal alle. Erkläre ich mal ganz kurz die Regeln, da es ein bisschen abweichen könnte. Okay, passiert ihr vorne vor der Boxengasse, heißt für euch, Zeit ist vorbei, kommt bitte zurück in die Boxengasse. Bei Rot bleibt ihr bitte stehen. Und wenn ihr blau gezeigt bekommt, haltet ihr euch bitte rechts, geht von Gas, lasst den schneller überholen und danach ganz normal weiterfahren. Ne? Noch zwei Sachen zur zweiten Ebene. Wenn ihr hochfahrt, Vollgas geben, nur beim Hochfahren. Sonst könnte es passieren, dass ihr hängen bleibt auf der Hitte. Und wenn Rot angeht, nicht beim Hochfahren und nicht oben in der Steilkurve stehen bleiben. Fahrt immer auf die nächste Gerade, damit ihr danach entspannt weiterfahren könnt. Ja. Okay. Sollte natürlich irgendwas auf der Bahn sein, sitzen bleiben, auf keinen Fall aussteigen gehen, um eure Gesundheit einfach Handleben ein bisschen bemerkbar machen. Ne? Und dann helfen wir euch, das ist kein Problem. Das gleiche gilt auch für die Boxengasse. Bitte immer warten, bis wir sagen, ihr könnt aussteigen. Nicht einfach so, geht auch nur um eure Gesundheit. Ja. Geht bei euch denn Rot sehr oft an oder warum sagst du das? Naja, es passiert doch schon mal öfter, dass Leute irgendwie in der Bande hängen bleiben oder ähnliches und dann machen wir halt Rot an, damit wir da schnellstmöglich hinkommen. Also ihr macht kein Gelblicht an, sondern rotes Licht dafür. Genau, dafür machen wir halt Rot an. Alles klar. Und viel Spaß euch! Ja, ist so ein bisschen Massenabfertigung, aber ja gut, waren ja jetzt auch Ferien, ne? Roter Band hochziehen, kannst du Sitz verstellen. Besser oder noch näher? Minimum. Und? Perfekt. Ja, okay. Aber so an sich macht die Bahn einen richtig geilen Eindruck, muss ich sagen. Also hat schon was. Was das angeht, auf jeden Fall sehr, 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 sehr zu empfehlen. Ziemlich cool. Klar, so ein bisschen Partystimmung da immer. Aber klar, also für den normalen Kunden ist das schon eine geile Attraktion, muss ich sagen. Auch cool, dass hier jetzt mit Lichtern gefahren wird. Hat halt was optisch auch, ne? Hier geht es dann schön erstmal berghoch, fahren erstmal eine Runde. Hier sieht es aus, als würde es berg runter gehen, aber das ist, glaube ich, optische Täuschung, weil das war waagerecht. Auch hier habt ihr gerade die Steilkurve gesehen. Hier geht es wieder Steilberg runter. Nimmt man richtig Speed auf. Dann hat man hier langsame Passage. Habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich die kapiert habe. Wieder links rum. Dann geht es hier wieder berg hoch und hier sehr steil wieder berg runter. Das kommt hier gar nicht über die GoPro so rüber. Und dann musst du hier eigentlich sehr eng diese Kurve nehmen, weil da am meisten Grip ist. Aber das habe ich auch erst im dritten Turn so richtig verstanden. Bin dreimal 10 Minuten gefahren. Ja, und dann kommst du hier sehr schnell an. Hast hier wieder eine langsame 180er. Nimmst dann erst wieder Fahrt auf. Und hast dann gleich wieder die 180er hoch, den Berg wieder hoch. Genau, aber gucken wir uns jetzt an. Ich war wieder im Leihbetrieb unterwegs. Finde ich ja ab und zu mal so richtig cool. Das macht schon Spaß. Ist halt mal was anderes als
bei den Leuten, ich sag mal, die regelmäßig fahren, immer ein Rennen zu fahren. Das ist immer eine coole Abwechslung hier mal und es eignet sich halt auch sehr gut, andere Bahnen mal zu testen. Ja, und ich war um Ostern rum, halt in Niedersachsen, da bin ich halt Celle gefahren und einen Tag später noch in Hannover eine Elektrobahn von Cardomania und am gleichen Tag da dann noch in Laatzen auch nochmal. Ja, die Videos werde ich euch natürlich nicht vorenthalten, die gibt es dann hier auch noch. Wechselt sich immer ab mit einem Video aus Rostock jetzt quasi, wöchentlich. So, jetzt sehen wir aber erstmal die schnellste Runde aus meinem Turn 1, also aus dem ersten Turn. Ist natürlich noch nicht perfekt, aber klar sind da die ersten, sagen wir mal zu dem Zeitpunkt, 7 Minuten gewesen, die ich überhaupt auf dieser Bahn war. Und dafür fand ich das schon okay eigentlich. Hätte ich mich noch, ja, bin ich schon recht weit nach außen gekommen. Zu der Kurve sage ich nachher noch was, da gibt es nämlich noch einen Trick. Ja, erinnert ein bisschen an Sachs Racing. Vielleicht fällt es euch dann schon ein, was man da noch besser machen könnte in der Kurve. Ja, und hier komme ich noch viel zu weit raus in der Kurve. Hätte ich viel langsamer machen müssen, damit ich den Schwung für diese Kurve hier habe. Wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Im Turn 2 bin ich nachher mit, also da sind nachher auch erfahrene Heimfahrer mitgefahren. Und habe mir versucht, von denen ein bisschen was abzugucken. Auch hier hätte ich viel weiter ausholen müssen, damit ich hier schneller rum, enger rumkomme. Aber eine 39,98 wurde mir gesagt, ist fürs erste Mal gar nicht so übel. Und damit konnte ich mich dann erstmal zufrieden geben, auf jeden Fall. Klar, ist dann auch mal ein bisschen Verkehr gehabt, aber so voll war die Strecke nicht. So, dann gibt es da blaue Lichter, habt ihr gesehen? War jetzt für ihn vor, also für den vor mir, damit ich da vorbeikomme. Weil ihr seht es auch, Strecke relativ eng, mit Überholen gar nicht so einfach. Hier könnte man vielleicht reinstechen, aber nicht, wenn die Leute innen fahren. Da hast du keine Chance. So, jetzt haben die blauen Lampen gesehen und ja, so funktioniert es dann. Das ist halt wie blaue Flagge. Und gesehen, Steilkurve für mich auch neu, hatte ich vorher noch nie. Ist schon krass, wie viel schneller man eigentlich durch die Kurve fahren könnte. Da ist so viel mehr Grip, also sagen wir mal Grip, aber die Fliehkräfte sind halt verlagert, dadurch, dass das ja geneigt ist. Und da musste ich mich erstmal rantasten. Oder auch die Kurve gar nicht so einfach, weil du mit viel mehr Speed runterkommst. Aber waren schon ein paar tricky Sachen dabei, die auf jeden Fall für die Zukunft auch helfen werden. Waren Kurven dabei. Ja, bumm. Aber cool, das bleibt natürlich nicht aus, ne, wenn du mit Leihkunden fährst. Aber was ich sagen wollte, da gibt es schon ein paar Kurven und ein paar Sachen, die gibt es halt so noch nicht. Also bin ich noch nicht gefahren und das hilft mir natürlich. Ja, und ihr seht's, Rotlicht heißt anhalten. Oh, jetzt gibt's Ärger. Blaue Lichter ignoriert. Ja, also die machen keine Gelblicht an, so wie wir im Carcenter Rostock, also gelbe Flagge gleichbedeutend auch, sondern die machen rot an. Und ja gut, ich sag mal für die Leihkunden super, weil rot heißt halt anhalten, auch im Alltag. Und ja, dann halten die Leute einfach mal an. Gelblicht haben die hier auch, wird allerdings nur angezeigt, wenn man direkt hier in die Box fahren muss. So, jetzt habe ich mal blaue Lichter bekommen, weil da kam jetzt ein Heimfahrer von hinten. Ja, haben auch nochmal gequatscht miteinander. Da habe ich jetzt versucht hinterher zu fahren, aber habe da schon gesehen, okay, da war ja einiges schon anders und da ist er mir direkt dann ja weggeflogen. Aber noch konnte ich ihn sehen, also wollte ich dann erstmal noch schauen, was man hier besser machen kann. Da dachte ich mir, okay, hier sehr weit nach außen tragen und jetzt achtet mal drauf. Bam, nimmt er die Bande mit und da dachte ich mir schon, mit Bande, alles klar. Habe ich da gesehen, dass er enger fährt. Und das habe ich dann auch versucht nachzumachen. Hier habe ich leider nicht gesehen, wie er da gefahren ist, aber ich konnte mir denken, dass man da enger fahren muss. Und da bin ich jedes Mal rausgeflogen. Hier gegen die Bande sehr oft. Also ist schon nicht so einfach, die Strecke. Muss ich zugeben. Braucht man schon ein paar Skills mehr. So, jetzt hier gelbe Lichter sind angegangen und hier ist die Boxeneinfahrt. Wusste ich aber nicht so ganz. Sag mir, steht ja natürlich groß drüber, aber ich war ein bisschen doof. Grüne Lichter waren da auch an und jetzt fahre ich an der Box vorbei. Sehe jetzt, alle stehen drin und dann, oh nö, wie peinlich. Dachte ich mir, scheiße. Und dann habe ich mich jetzt hier hingestellt, in der Hoffnung, dass sie mich rückwärts reinschieben. Wusste jetzt aber nicht, wie geht der Motor aus. Dann habe ich mal gewunken und er sagt, fahr noch eine Runde. Ist so gut, dann fahre ich halt noch eine Runde. Ja, aber super peinlich. So, aber diesmal rein. Auch cool mit dem Tunnel gemacht, finde ich. Sieht sehr, sehr cool aus. Auch sehr gepflegt, sehr sauber. Also, was das angeht, Hut ab, ne? Sehr, sehr schöne Bahn.
Ja, wir gehen direkt rein in Turn 2 natürlich. Ich mach mich wieder bereit. Vergleichbar wie mit Sachs Racing, finde ich. Ja, Sachs Racing. Aber ich finde, die fährt sich schöner als Sachs Racing. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn du mit Fonda schneller bist. Ja, aber du magst es auch nicht so doll, so wie ich sage. Nee. Aber ich mag diese weiche Lenkung nicht. Dann machst du die Lenkung. Ja. Was bin ich denn gefahren überhaupt? Okay, ne? Ja, jetzt ging es natürlich darum, mich zu verbessern. Habe jetzt aber ein anderes Kart bekommen, wieder meine Lieblingszahl, die 17. Also jetzt wirklich meine Lieblingszahl. Dachte mir, oh cool, dann wird das bestimmt was. Aber schauen wir mal. Und ich auch direkt von vorne dachte mir, jo, sind ja Heimfahrer dabei. Sorry für die Ehrenrunde vorhin. Alles gut, gar kein Problem. Ja, Gott. Das wird wahrscheinlich öfter bei euch mal, ne? Ja, leider ja. Und dann haben wir da auch ganz spezielle Spezialisten. Ah ja, okay. So, einmal aufs Gas. Herrlich. Ja, so, jetzt da seht ihr einen Heimfahrer. Warum der jetzt da gestartet ist, keine Ahnung. Alles passt? Jo. Vielleicht wollte er mir da auch die Strecke zeigen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ist einer von den Angestellten, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe aber allerdings versucht, da jetzt mich dran zu hängen. Aber seht ihr schon, wie viel besser er hier schon aus der Kurve kommt. So, auch hier hat er die Bande mitgenommen. Da habe ich gemerkt, vielleicht sollte ich das tatsächlich mal ausprobieren. Und hier habe ich es ausprobiert und merke schon, okay, ja, man kommt natürlich mit der Schnauze dann schneller rum. Aber jetzt ging das zum Üben. Nur hier auch erstmal Trecker auf der Strecke. Aber mein Gott, das ist ja auch Rasenmäher-Trecker in den Karts drin. Also macht gar keinen Unterschied. So, jetzt seht ihr schon, dass ich es auch mit Bande versuche, aber hat nicht immer geklappt. So, jetzt gingen die roten Lampen an und jetzt musste ich einmal stehen bleiben. Es wurde gesagt, nicht an den Hängen stehen bleiben, also habe ich es hier gemacht. Was ziemlich clever ist, wenn das jetzt ein Rennen wäre, könnte man hier richtig viel Speed direkt aufnehmen, ne? Weil es bergab geht. Aber gut, kannst ja nicht kontrollieren, wo du immer stehen bleiben musst. So, jetzt wieder ein bisschen mehr Verkehr. So, die Nummer 8. Ja, die hat jetzt nach dem Turn 1 gelernt. Okay, vorbeilassen bei blauer Lampe. Und jetzt seht ihr einmal die schnellste Runde aus dem Turn 2. Schon deutlich besser geworden. Ich finde wirklich deutlich besser. Aber das waren nur 1,5 Zehntel schneller. Keine Ahnung. Ja, aber ich muss auch sagen, dafür, dass ich den Eindruck hatte, dass dieses Kart etwas langsamer war, muss ich sagen, hast du nicht den Eindruck, dass da irgendwelche sehr langsamen Karts dabei sind. Also schon sehr gut abgestimmte Karts, muss ich wirklich sagen, hat man leider, ja, ne, wisst ihr ja selber, leider nicht so oft. Aber hier in Celle muss ich sagen, sehr zu empfehlen, sind die Cuts relativ eng beieinander. Oh, 39.800, ja, doch mal verbessert und meine Linie deutlich verbessert. Und das werden wir in Turn 3 dann auch nochmal sehen. So, wieder rote Lampe und dann wieder stehen bleiben. Ja, ihr kennt meine Meinung dazu, ist nicht immer, wenn das du die gerade mal nicht siehst, die roten Lampen, kann es halt auch mal gefährlich werden, ne? Weil dann siehst du vielleicht einen nicht, der angehalten hat bei Rot. Und du hast es aber gerade nicht geschnallt, kommst mit Vollspeed dann noch um die Ecke rum. Kannst auch mal ordentlich krachen. Aber so an sich, wenn alles stehen bleibt, ist natürlich für die Rennleitung super chillig dann, ne? Hast halt die Gefahr nicht, dass da irgendwie noch jemand um die Ecke kommen könnte. Ja, jetzt hier Kartfahrer Nummer 3, nennen wir ihn mal. Hat halt nicht so ganz geschnallt, dass er mich vorbeilassen soll. Oder er wollte es nicht. Das kann natürlich auch sein. Aber auch krass, dass er in der Kurve dann deutlich schneller war als ich. Ich muss an der Kurve noch arbeiten. Und hier fahre ich jetzt deutlich enger, damit ich hier den Schwung nehmen kann. Und dann seht ihr auch, wie viel näher man dann kommt. Also das ist schon sehr gut gewesen, der Tipp. Und auch hier
viel enger jetzt rum und gut, hätte ich mich nach außen tragen lassen können, aber ging er jetzt nicht, weil er da ist. Ja. Und jetzt kriegt er blaue Lampe und er geht voll in die Eisen. Warum? Und meckert dann noch oder hat sich über erschrocken, was auch immer. Aber konnte ich ja nicht mit rechnen, dass er auf einmal in die Eisen geht. Hätte ja gereicht, wenn er einfach zur Seite gefahren wäre. Aber mein Gott, war auf jeden Fall wieder sehr, sehr witzig, im normalen Ticketbetrieb zu fahren. Oh, wieder Nummer 8. Aber der weiß ja nun, wie es geht mittlerweile. Sucht sich jetzt die 180er, denke ich mal, aus hier, dass er da gewartet hat extra. Und lässt dann jetzt vorbei. Genau so. Ja, habe aber nicht gemerkt, dass die blauen Lampen auch für mich schon waren. War nämlich noch jemand Schnelleres hinter mir. Finde ich krass, dass die Karts da nicht überdrehen, wenn man da den Berg runterfährt. Das ist schon krass. Oh, hier kriege ich einen Stoß. Habe aber nicht für voll genommen, dass das ja eventuell auch jemand Schnelleres sein könnte. Ich dachte, das wäre der andere noch, den ich gerade überholt hatte. Aber nichtsdestotrotz, ging ja jetzt auch rein, war also nicht so schlimm. Aber habt ihr mal gesehen, wie schnell man das sehen muss, ne? Wenn du gerade so im Fokus bist, schwer zu sehen, die gelben Lichter dann am Rand, im Sichtfeld und dann direkt in die Box zu kommen. Aber hab's gesehen, diesmal und ja, diesmal auch in die Box und wieder Pole Position. So, und jetzt geht's gleich noch in Turn 3 natürlich. Aber erstmal gucken wir uns die Strecke mal an. Da hast du zweimal Unglück mit den Karten. Ja, ich aber auch jetzt. Ich fahre jetzt deutlich besser, würde ich sagen, aber war nur ein 10 schnelleres Fahren. Aber ist ja egal, Hauptsache macht Laune. Und Laune hat es tatsächlich gemacht, muss ich sagen. Dafür, dass es eine Strecke ist mit ganz viel Bande. Wo kann man hier nach oben gehen? Was habt ihr vorhin gesagt? Wo man hier von oben runter gucken kann irgendwo? Genau, wenn du hier rechts ausgehst, also hier quasi in den Flur rein, ja, dann gehst du ganz rechts durch, ja, dann läufst du einfach geradeaus die ganze Zeit weiter und dann kommt so eine Treppe, dann kannst du nach oben. Alles klar, danke. Ja, gucke ich mir den ganzen Laden mal an. Hinter den Kulissen mal lang wandern. Waren schon schöne Ecken, muss ich sagen. Kannst erstmal Airhockey zocken oder was? Krass. Okay. Nächstes Podium. Ja, und dann konnte man hier nämlich hochgehen als Zuschauer. Und dann hast du da das Stück gesehen mit der Steilkurve. Total cool. Und du kannst hier von oben direkt in die Box reingucken. Richtig geil. Also so als Zuschauer ist das auch schon richtig, richtig cool, wenn da mal Rennen gestartet werden, sowas. Ja, hat schon was. So, geht ab in dritten Turn jetzt. Hab aber wieder die 17 bekommen. Dachte ich mir, toll. Ein anderes Kart wäre nochmal schön. Nochmal als Vergleich so. Aber mein Gott. Ist jetzt so, und die war ja jetzt auch nicht schlecht. Ja, schauen wir jetzt mal im letzten Turn, ob wir uns nochmal verbessern konnten. Aber sollte eigentlich. Was natürlich schade ist, in den 10 Minuten Turns, die man ja normal im Ticketbetrieb immer nur so hat, um richtig auf Zeiten zu kommen. Ne? Weil ich sag mal so, nach 10 Minuten bist du gerade so im Flow und die Reifen sind auf Temperatur. Und dann fängst du an, die richtig schnellen Runden zu fahren. Aber hey, so ist es nun mal. So, hab denn die Heimfahrer direkt mal vorgelassen. Weil die waren eh ein Stückchen noch schneller, wo ich schon gar nicht mehr so langsam war. Aber ich sag mal, eine Sekunde sind die immer noch schneller. Und das ist natürlich auf jede Runde gesehen dann schon sehr viel noch. Ne? Hier schütteln die Kopf, oh, wieder zu schnell rein gewesen. Aber folgte direkt darauf meine schnellste Runde an dem Tag. Und die schauen wir uns mal gemeinsam nochmal an. Also hier wirklich jetzt versucht, jeden Zentimeter mitzunehmen. Ja, gut, hier noch ein paar verschenkt. Und auch trotzdem noch zu schnell. Hier Bande gar nicht so richtig mitgenommen. Wollte ich eigentlich, aber hat nicht ganz geklappt. Und hier musst du richtig früh einlenken, damit du sehr eng rumkommst. Dann trägt sich da noch ganz weiter aus. Und hier machst du sehr langsam. Weil ich leider, ja, habe ich bestimmt was verloren, weil ich rechts innen noch die Wandbande touchiert habe. Ja, und hier deutlich enger und das war, glaube ich, die Zeit, die ich gewonnen habe jetzt gegenüber den anderen Bestzeiten.
Ja, hier wieder die Wand. Aber hey, 39,570 kann ich mich nicht beschweren. Schon eine gute Zeit, wurde mir gesagt. Also war ich auf jeden Fall dann auch zufrieden damit. So, dann sind jetzt langsam die letzten Runden leider. Wäre ich gern noch ein paar Runden mehr gefahren, weil ich wusste, da war noch ein bisschen mehr Zeit drin. Ja, aber ich werde wiederkommen. Das auf jeden Fall. So, sind wir noch ein paar Runden mit bisschen Verkehr. Aber die Stelle auch sehr, sehr cool. Also hier immer diesen Bremspunkt zu finden, um hier eng rumzukommen, das war schon nicht so einfach. Ja, das war Turn 3. Dieser Tunnel auch sieht denn echt richtig geil aus mit dem Licht. Kommt wahrscheinlich über GoPro gar nicht so gut rüber. Hier nochmal schön reingeguckt, was bei denen in der Werkstatt abgeht. Man muss ja mal luschen dürfen. Man wird hier eingeparkt und dann ja, hören wir nochmal so ein paar Gespräche rein, weil ich wurde auch nochmal bezüglich Rostock was gefragt. Und Sachs Racing wurde auch nochmal Thema. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich habe nichts gegen Sachs Racing. Ja, nochmal vorab. Es ist nur nicht meine Lieblingsstrecke, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass diese Strecke sehr beliebt ist. Aber schon besser. Man kann ein bisschen was klauen von euch immer. Ja? Rostock einfach hinfahren oder muss man dann. Nee, da müsst ihr euch vorher anmelden, ja? Tatsächlich. Ja, ja. Sonst, wir öffnen nämlich immer nur einmal in der vollen Stunde quasi. Nee, aber vorher unbedingt anrufen. Wie viel vorher? Wir könnten auch am gleichen Tag versuchen, aber dann kann es halt passieren, dass es vielleicht schon voll ist. Ne? Die Bahn sieht ja ganz gut aus. Ja. Wir kennen sie ja jetzt. Ja, also viele sagen immer sehr einfach, aber bis sie gefahren sind. Ich war ja mit ihnen in Grimma. Ja, ja, da kann man gleich rüberfahren. Ne? Genau, und da haben die gesagt, die könnten euch noch empfehlen, die Strecke. Und dann ja, hat er gesagt, warte, die habe ich beim Rostock gesehen. Ja. Die will, oh, ja. Da hat er gesagt, die will ich nicht fahren. Aufgrund des Videos hat er gesagt, lass uns wegfahren. Weil echt? Wollte nicht, okay. Weil viele vergleichen Celle und, ja, und Sachs Racing. Er soll es einfach mal probieren. Ja? Ja, unbedingt, klar. Aber wir fahren ja im Juni nochmal nach Grimma zu. Also, ihr müsst immer denken, ich überspitze natürlich die Titel immer mal so ein bisschen, ne? Weil sonst klickt das keiner an. Ist ja klar. Du, wenn Rambo in der ersten Runde gewonnen hätte, hätte auch keiner Rambo geguckt. Ja, weißt du, so, ja, ne? Ja, ja, genau. Hau rein, ne? Jo, mach gut, ne? Wir sehen uns. Jo. Und diese Kurve da, wo du da fast im rechten Winkel rum musst. Ja, ja. Das wollte ich nicht. Und auch da ist das so, mit Bande bist du da schnell, ne? Das ist halt so. Ja, aber ihr könnt ja nicht so überholen. Da Sachs Racing? Nee. Aber hier auch, finde ich auch sehr eng. Ja, ist auch. Ja. Ich glaube, wir haben halt 6 Meter Breite überall, ne? Das ist halt das hast du, glaube ich, auch mal. Aber es rappelt trotzdem bei uns, weil wie willst du Indoor anders machen? Da hat es schon Indoor. Ja? Cool, davon kommt. Ja, klar. Macht's gut. Ciao. Also Leute, habt's nochmal gehört, ne? Also fahrt unbedingt auch zu Sachs Racing hin. Also nur weil ich sie nicht so toll finde, also sie irgendwie nicht zu mir passt, heißt das ja nicht, dass ihr da nicht hin sollt, ne? Also versteht mich da bitte nicht falsch. Ja, ja, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Mir auf jeden Fall. Machen wir wieder was anderes, machen wir eine andere Strecke. Und ja, nächstes Video wird IKM Lauf 2 sein und danach werden wir was aus Hannover sehen. Ja, also freut euch drauf. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder einmal eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.